Hallo und herzlich willkommen zu Eingekauft, der Produktkategorie hier auf Klönschnack TV. Bei den letzten beiden Malen hatte ich hier diese beiden Dinner Party Editions. Einmal mit Sausage Crispy Bacon und einmal mit Cocktail Soßen Flavor. Und heute habe ich die letzte Sorte und da bin ich wirklich, also da weiß ich nun gar nicht, was ich davon erwarten soll. Deswegen mache ich die auch als letztes, nämlich Prosecco und Pink Peppercorn. Also, Pink Peppercorn macht ja noch Sinn. Pfeffrig, so, weißt du, so rosa Pfeffer, okay. Ja, kenne ich. Aber Prosecco? Keine Ahnung. Also, ich bin sehr gespannt und ich erwarte. Ich weiß gar nicht, was erwarte ich denn an diese Sorte? Ich erwarte so ein bisschen, dass sie nicht total durchgedreht ist, aber vielleicht erwarte ich auch, dass sie mal was ist. Ja, doch, ich glaube, ich erwarte, dass sie was ist, was man so noch nicht geschmeckt hat. Genauso wie ich schon mal die saure Gurken-Pringles irgendwo im Internet gesehen habe, die ja auch völlig verrückt sein sollen, oder die süßen Pringles, muss ich unbedingt nochmal irgendwann probieren. Diese Dose übrigens als einzige von allen dreien nicht eingebeult. Oh, die riechen aber sehr nichtssagend. Riecht quasi nach nichts. Bisschen nach Pringles halt. Könnten auch die originalen sein. Also es kommt sofort dieser Pfeffergeschmack, aber extrem schwach. Also ich hatte ja auch schon mal vor Jahren diese Pfeffer- und Salz-Pringles oder generell Pfefferchips. Da war das richtig heftig. Und hier, das ist ganz, 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 ganz wenig. Mein Problem, was heißt Problem? Ich weiß gar nicht, ob es ein Problem ist, aber ich habe keine Ahnung, wie Prosecco schmeckt. Von daher kann ich das gar nicht so einschätzen. Aber vielleicht soll die auch so sanft schmecken. Also, Sausage and Crispy Bacon eher so ein bisschen so für die, die es ein bisschen herber mögen. Cocktailsoße für die, die es gerne mal ein bisschen anders mögen. Und die Prosecco und Pink Peppercorn für die, die es gerne so ein bisschen leichter mögen. Ja? Prosecco ist ja auch immer so ein bisschen so das Trendgetränk unter den gut Betuchten, möchte ich mal so sagen. Und so ein bisschen Pink Peppercorn, etwas exquisiter, alles ein bisschen einfacher. Diese Pringles könnte man vielleicht schön in einer Schale drapieren, natürlich nicht aus der Dose essen. Und der geneigte Dinnergast könnte sich dann einen dieser nun chipsartigen Gegenstände nehmen und tatsächlich fällt mir auf, dass wenn ich es so zu mir nehme, mir der Chip runterfällt. Nee, und das ist tatsächlich noch so ein, neben diesem Pfeffergeschmack, etwas leicht säuerlich, ganz leicht Fruchtiges hat. Aber wirklich nur ganz, ganz wenig. Ich hole mal eben den Chip hier hoch. Nicht, dass ich den noch zertrete, das wäre ja fürchterlich. So. Ja. Mache ich erstmal zu. Die sind also sehr, sehr nichtssagend. Das sind keine, wo ich sage, oh geil, du hast die Prosecco und Pink Peppercorn Pringles, gib mal her, mega gut. Sondern das sind so eher die, die du wirklich, eigentlich ist das eine geile Sache, weil du die kannst die echt nebenbei mal eben so wegsnacken, irgendwie so vom Fernseher oder so. Eben so ein, da isst du dann vielleicht auch nicht so viele von oder ganz viele, weil es einfach wenig Geschmack hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man die wirklich perfekt, wenn man Gäste hat, irgendwo schön mit hin dekorieren kann, wenn man mit Pringles denn dann dekorieren möchte und das nicht irgendwie komisch ist. Aber ich glaube, man kann das auch irgendwie ganz gut hinkriegen. Ja, das sind so eher so die,
für, ich stelle sie mal irgendwie so nebenbei mit auf den Tisch. Jeder kann sich da ein bisschen was von aus der Schale nehmen und sind dann zufrieden dabei. Hingegen diese beiden Sorten dann eher so auch dafür gedacht sind, gerade auch die so, ja, vom Fernseher raus, aus der Dose rein in den Hals. Ja, das waren also die drei Dinner Party Editions. Finde ich total cool, dass es da wieder interessante neue Sorten gibt. Und alles so Dinge, die ich in der Form so noch nicht so... Entschuldigung, die ich in der Form so noch nicht so wirklich gegessen habe. Gerade so Prosecco und Pink Peppercorn. Was ganz Besonderes, was ganz Eigenes. Cocktailsoße, ja, relativ, kam mir relativ bekannt vor. Ich glaube, das war, kann das sogar sein, dass das bei dem Thai Curry war. Grünen Thai Curry? Ich weiß es nicht mehr. Und die Sausage and Crispy Bacon, eine der wenigen Fleischsorten, die jetzt nicht Hähnchen sind, weil Hähnchen immer noch mal was anderes ist, aber wir haben auch rauchigen Speck, Spare Ribs und den ganzen Bums, schmeckt eigentlich immer alles gleich. Die haben immer noch mal so ein bisschen dieses eigene und das finde ich gut und vielleicht kriegen sie auch so langsam mal einen Dreh da rein, nicht alles gleich schmecken zu lassen, weil wenn auch diese Chips, Frisch-Chips-Wahl ist und dann irgendwelche Fleischsorten kommen, weißt du von Anfang an, jo, das wird genauso schmecken wie das letztes Mal. Dinner Party erinnert mich auch so ein bisschen, hier diese Cocktailsoße erinnert mich auch ein bisschen an die Ketchup Pringles. Die Ketchup Pringles sind ja auch so säuerlich, nur dass halt da noch so leicht dieser Tomatengeschmack ist und hier eher so dieser typische Cocktailsoßengeschmack. Ja, von daher würde ich sagen, schließen wir das Kapitel der Dinner Party Edition und gucken mal, was Pringles sonst noch so alles für uns geplant hat. Bis dahin, macht es gut, ahoi.